Also mein Name ist Werner Neumann. Ich bin promovierter Physiker, habe mal zu Teilchenbeschleunigern gearbeitet, lange her. Habe dann aber auch ein Umweltlabor mit vielen Kollegen betrieben, nach Tschernobyl Radioaktivität gemessen und bin dann ab 1987 lange Zeit im kommunalen Klimaschutz tätig gewesen. Erst bei der Stadt Offenbach am Main und dann seit 1990 bei der Stadt Frankfurt. Dort habe ich das Energiereferat, das nennt sich heute Klimaschutzagentur, mit aufgebaut und über 20 Jahre diese Klimaschutzagentur der Stadt Frankfurt geleitet und dort sehr viel mit Energieeffizienz, Kraft-Wärme-Kopplung, Solarenergie in einer großen Stadt zu tun gehabt. Ja, auf der einen Seite könnte man sagen, ja, mit Wind- und Sonnenenergie könnte man ja alleine auskommen. Das werden auch die wesentlichen Energieträger der Zukunft sein. Wir wollen weg von Atom, Kohle, Öl und Erdgas. Wir brauchen für Zeiten, wo Wind und Sonne eben nicht genügend liefern, gerade im Winter, manchmal auch im Sommer, nämlich nachts, brauchen wir mehr Speicherung von Energie. Und Biomasse ist da eine sehr willkommene Geschichte. Biomasse, ob das nun in gasförmiger Form oder als Holz, kann gespeichert werden. Und Biomasse ist für auch in unseren Konzepten des Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, dessen Energiesprecher ich bin, dort eine ganz wichtige Komponente. Und wir sagen aber, es sollte vor allem die Reststoffe sollten genutzt werden, die bei anderen Prozessen als Abfall anfangen, fallen. Also beispielsweise bei der Holzdurchforstung oder bei der Gewinnung von Bauholz oder Möbelholz, dass man sagt, ja, da fallen Reste an, die kann man verwenden, beispielsweise als Hackschnitzel oder man kann Holzpellets draus machen. Und wir sagen, ungefähr 10% eines künftigen Energieverbrauchs in Deutschland, der aber ungefähr nur die Hälfte ist dessen, was wir heute haben, sollte man deren energetische Qualität nutzen, um Strom zu produzieren und dann die Abwärme noch zu nutzen. Und das ist ja der große Fehler der früheren Atom- und Kohlekraftwerke. Die haben 2/3 der eingesetzten Energie weggeworfen. Das ist auch ein großer Fehler unserer bisherigen früheren Energiepolitik gewesen. Und es sollten eben auch die Emissionen möglichst gering sein, also auch, dass eine saubere Nutzung der Biomasse erfolgt.